Hallo und willkommen zu Sims 4, die Redaktion, Folge 24. Ja. Lena scheint jede Menge Spaß zu haben, aber der gute Jürgi, der muss jetzt irgendwie mal ganz schnell ins Bettchen. Der fällt hier nämlich sonst gleich um. Also würde ich sagen, schlafen. Lena kann ja ruhig noch hier bleiben, Dana ist ja noch wach und ich glaube, der geht's auch gerade ganz gut. Was wir natürlich noch machen könnten, wir haben ja gerade genug Geld, ist vielleicht mal die Gitarre kaufen, die ich schon relativ lange kaufen möchte. Das war jetzt glaube ich im Büro, genau da drunter. Akustikgitarre. Ich würde sagen, die reicht für den Anfang. Dann müssen wir nicht hier so ein teures Ding kaufen, oder? Gibt es auch in verschiedenen Farben. Was nehmen wir denn da? Eine dunkle, eine blaue? Ach komm, wir nehmen hier so eine helle, oder? Lieber doch die. Oder doch ein Blau? Komm, wir nehmen die mal ein Blau. Das ist mal was anderes. Ich bin mal gespannt, weil das Ganze werden wir mit der Dana mal machen. Die hat auch gerade nichts zu tun, so wie das aussieht. Und dann würde ich sagen, üben wir mal eine Runde. Und dann schauen wir einfach mal, wie musikalisch die gute ist. Ja gut, das ist klar. Aha, Lena kommt dazu oder guckt sie jetzt Fernsehen? Ne, die guckt Fernsehen. Komm, damit die Ruhe hat, nimmt sie jetzt die Gitarre mit oder nicht? Ha. So, jetzt haben wir eben auf und nehmen die Gitarre mit. Also, nimmst du nicht mit. Dann machen wir das anders. Dann stellen wir die jetzt hier ins Zimmer. Okay. So. Hä? Mich verarschen? Ach, so ein Quatsch. So, jetzt aber. Und jetzt weiter üben. Da hat sie wenigstens ihre Ruhe. Was ist denn nun los? Schlechter Nachgeschmack? Wieso war denn das Essen nicht lecker? Oh, jetzt weiß ich aber auch nicht, was es gab. So ein Mist. Kann man das hier noch sehen? Nö. Hm. Schade. Hätte mich jetzt mal interessiert, was sie da gegessen hat. So, ansonsten... Dana muss in 12 Stunden zur Arbeit. Und könnte auch mal schnell in die Dusche springen. Ja, Lena geht dann mal nach Hause, ist auch okay. Und danach kann ich jetzt mal aufhören und dann mal fix unter die Dusche, dann würde ich sagen, kann es auch so gut wie pennen gehen. Ist ja gleich schon 10 Uhr und wenn sie mit dem Duschen fertig ist, denke ich mal sogar noch etwas später. Vielleicht geht sie danach auch ein bisschen besser. So, etwas Pflanzen, abstraktes Gemälde mal. Das müssen wir mal für den nächsten Tag angehen, ja. Ja, das mit dem schlechten Essen scheint jetzt weiter runter zu gehen. Jawohl, das ist schon mal weg. Ja, und Schmutz und Unordnung. Da müssen wir dringendst was gegen tun. Öfters aufräumen, würde ich mal sagen. Da steht auch noch was. Ach, das sind die Tacos. Okay. Wie lange sind die noch haltbar? 7 Stunden, dann würde ich sagen, pack mal die in den Kühlschrank rein. Zack. Ja, danach geht es immer noch nicht besser. Finde ich blöd. Ich weiß auch jetzt nicht, wie lange das anhält. Aber zumindest mit dem Duschen. Das funktioniert ja schon mal. So, sauber ist er auf jeden Fall. Jetzt ist es kokett. Kalt duschen. Und dann? Was passiert denn? Das
probieren wir jetzt mal aus. Und das ein bisschen schneller, weil mich einfach nur das Ergebnis interessiert. Und die Dusche ist kaputt, na toll. Ach, so ein Scheiß. Na komm, die reparieren wir jetzt nochmal. Im Turbo-Modus. Und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. Ja, ist ja schon gut. Echt eine krasse Sache, ne? Nur weil ich jetzt pieseln muss, schmeißt er danach raus. Unverschämtheit. Nee, Mädel, du kannst noch nicht schlafen gehen, gleich. Aber weißt du was? Wenn er die gute Dame schon hier rausschmeißt, dann kann er auch selber das Ding für dich machen. Ganz einfach. Kannst du dich so unwohl fühlen, wie du willst. Du reparierst das Ding jetzt weiter. Dana hätte es ja gemacht. So, und auch hier jetzt. Im Schnellmodus. So, einmal aufwischen noch, wenn du schon dabei bist, mein Freund. Und danach gibt es noch was hinter die Kiemen. So, was haben wir denn noch hier? Hier haben wir noch Buntbarsch aus der Pfanne und die Fichterguss. Und da kommen dann erstmal mal Barsch. Unerfreuliche Umgebung, ja toll. Aber dabei ist es doch gar nicht hier so unordentlich. Weiß ich nicht, also irgendwie müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen umbauen oder so. Mein Bildchen an die Wand hängen. Man setzt einen Feuermelder, wollte ich noch kaufen. Können wir eigentlich mal eben machen. Ja, der muss ja irgendwo unter Küche sein. Alarm. So, was ist das? Schaltkastenbrandvorbeugesystem. Aha. Hinweis, Zimmerdecke zur Befestigung benötigt. Wahrscheinlich Sprinkleranlage oder irgendwie sowas zu sein. Kauf einen für jedes Zimmer. Ja, warum? Ich hoffe ja nicht, dass jedes Zimmer anfängt zu rufen. Ach, wir haben doch einen da. Der wurde nur nicht angezeigt. Okay. Herrschaftszeiten. Weil die Wand ausgeblendet ist, sehen wir den Feuermelder da nicht. Das können wir mal eben gegenchecken. Ja, der ist auf jeden Fall da. Okay. Dann können wir sowieso mal checken, wie es hier aussieht. So, hier, total nackt, da können wir mal ein Bild hinhängen, da können wir ein eigenes Bild malen. Da würde ich sagen, lass mal Dana mal ein, zwei Bildchen malen, die wir dann nicht verkaufen. Die malt nämlich wesentlich besser als ich mittlerweile. Hier können wir mal was hinhängen noch. Im Prinzip könnten wir hier auch mal ein Bildchen hinhängen. Hier können wir vielleicht eine Garderobe hinmachen. Jetzt sieht man erstmal, wie nackt das alles ist. Wenn man das mal einblendet. Gut, wie gesagt, das mit den Bildern, das lassen wir danach machen. Und da kann sie vielleicht morgen dann schon mit anfangen. So, dann futter mal eine Runde, mein Freund. Was haben wir denn noch? Hygiene. Das können wir dann gleich mal hinterher schieben. Oder machen wir erst das Bild fertig, damit Dana morgen Ruhe malen kann. Komm, wir machen das. Einmal das Bild fertig machen hier. So. Und einmal Gas geben. Halt. Level 4. Ah, okay. So, jetzt müssen wir mal auf die Uhr lachen, dass es nicht so spät wird. Weil die Energie geht schon wieder runter. Na, kriegen wir das heute noch fertig? Jo. So, mal eben planen. Nachträglich duschen ist Quatsch. Ich würde sagen, wir nehmen eine ganz normale Dusche. Geht vielleicht jetzt am schnellsten. Und auch mal eben im Vollgasmodus. So. Guck mal, mein Freund, das reicht. Und jetzt eben noch eine Runde pennen gehen. Ansonsten ein bisschen nachher unausgeschlafen auf der Arbeit. Und
Das macht ja absolut null Sinn. Was haben wir hier noch? Ja, schlafen ist klar. Künstlerischer Ausdruck, okay. Absolut inspiriert. Imperfekte Arbeit. Wieso denn das? Wieso denn imperfekt? Habe ich da irgendwas verpasst? Romantisches Dekor, okay. So, Dana ist mittlerweile wach. Okay, die muss pieseln. So, was können wir hier noch Gutes tun? Die soll sich halt noch mal kurz an den PC klemmen. Spiel spielen. Sims Forever. Und die hat auch noch Hunger. Kann sie gleich noch eine Kleinigkeit essen. Öffnen. Fischtacos zum Frühstück. Ist genauso scheiße wie das andere hier. Oh, das scheint leer zu sein hier, oder? Jo. Objekte in Frischo, Fix, Sparbox, Nix Lux. Ja, Nix Lux ist wohl richtig. Okay, dann würde ich sagen, Dana hat Level 2 der Videospielfähigkeit. Wir kochen noch schnell was. Spezialrezept zubereiten, frühstücken. Frühstücken ist gut, ich würde sagen. Alberne Gummibärchenpfannkuchen. Komm, das ist doch mal was. Ich habe zwar noch nie Gummibärchenpfannkuchen gesehen, aber das werden wir jetzt mal ausprobieren. So, der Spaß ist im grünen Bereich, das heißt, das können wir ja abbrechen. Dana muss zwar erst in 3 Stunden zur Arbeit, das hat sich jetzt auch geändert. Er hat ja eine Beförderung erhalten, Gott sei Dank. Jetzt bin ich mal auf die Gummibärchenpfannkuchen gespannt. Kann ja nur mehr als albern sein. Okay. Was immer sie da gerade reingekippt hat. Es wird wohl irgendwas mit den Gummibärchen zu tun haben. Aber sind wir einfach mal gespannt. Hoffentlich packt die Booty nicht ab, aber Dana ist ja nicht Jörg. Okay. Ey, ja, das üben wir nochmal. Das hätte ja funktionieren können. Ja, du willst malen, ich weiß. Kannst auch morgen malen, beziehungsweise heute. Und dann kannst du 2 schöne Bildchen malen, die hängen wir dann bei uns an die Wand. So. Die Pfannkuchen sind fertig. Sehen jetzt ein bisschen komisch aus. Weil halt Gummibärchen mit da drauf sind. Ich glaube auch nicht, dass das Dana gerade so gut schmeckt. Irgendwie verzieht sie da immer den Mund. Na jetzt, wo wir sie natürlich in der Vollaufnahme haben, nicht, ist doch klar. Knoss. Jetzt mach doch nochmal eine Schnute. Ach nee, das war doch irgendwie sowas von klar, oder? Was nu? Furzen? Furzen. Ich glaube, das sollte Furzen sein. Och nee. Ja Leute, da kann ich aber jetzt nichts für. Ich wollte halt einfach mal ausprobieren. Und jetzt nein, nicht. Oh. Ja, ja. Mecker du mal. Schon wieder ein Teller weniger. Und den ich auch noch. Bitte nicht. Lass ihn bitte ganz. Nicht wegschmeißen. Glück gehabt. Aha. Okay. Was gibt's denn nur noch? Ach, Geschirrspülen. Okay. Da war ja ein leerer Teller drin von mir. So, was macht die alte Pennbüchse hier? Da ist alles im grünen Bereich. Und da ist schon wieder ein Teller kaputt gegangen. Ach nee, Mädel. Mach doch nicht immer so einen Scheiß. Kunstbandprüferin, ja. Du musst eh gleich arbeiten. Tut mir ja furchtbar leid für dich. Aber ich kann es nicht ändern. Und schon wieder so ein Herzschmerz für immer. Ja, in der Tat. Das
haben wir denn noch Schönes hier? Okay. Kanal schauen. Was haben wir denn bei Nachrichten? Gucken wir doch mal eben. Hä? Was hatten wir doch gerade? Das hat doch mit Nachrichten nichts zu tun. So, nochmal. Nachrichten. Achso, das sollen die Nachrichten sein. Okay. Ich hätte jetzt eher gesagt, es wäre irgendwie ein Actionfilm gewesen oder so. So, die alte Pennbüchse hier muss auch langsam mal aufstehen. So gut wie ausgepennt. Und der kann jetzt auch nochmal eben raus. Da kann er nochmal schnell pieseln gehen. Ja, einmal verwenden und dann gucken wir mal eben. Ja, Level 2 der Programmierfähigkeit erreichen. Das haben wir natürlich noch nicht. Hey, man kann auch im Sitzen pinkeln. Altes Ferkel. Dann gucken wir mal schnell, ob wir das noch hinkriegen. Programmieren. Programmieren üben. Viel Zeit haben wir nicht mehr. Naja, das wird nichts mehr werden, denke ich. Nee, auf gar keinen Fall. Dafür ist der Balken viel zu weit unten. Aber müsste Dana nicht eigentlich auch zur Arbeit jetzt? Zeit für Arbeit. Ja, Dana, arbeiten. Arbeiten. Wie kriege ich ihn jetzt zur Arbeit? Die muss schon seit einer Stunde zur Arbeit. Warum geht die denn nicht von alleine? Scheiße. Das glaube ich war ich jetzt mit diesen ganzen Fernsehkanälen hin und her switchen. Das war jetzt nicht schlau. Und auch hier, Zeit für Arbeit. Komm, mach dich bloß zur Arbeit jetzt. So ein Driss, ey. Hoffentlich ist das gut gegangen bei den beiden jetzt. Herrliche Scheiße, kann ich da nur sagen. Oh je. Braucht Vergnügen, ja. Trotzdem würde ich sagen. Na, das ist schon zu spät. So, mal eben ganz kurz. Dana hat noch tolle Arbeit geleistet. Das ist schon mal ganz gut. Weil das hätte ich ja beinahe versaut. So, jetzt gucken wir mal eben, wie es dann da geht. Die ist müde. Und ich würde sagen, die macht mal eben ein Nickerchen oder so. Und wann komme ich dann nach Hause? Bis um 19 Uhr, also noch 2 Stunden. Gut, kriegen wir alles hin, würde ich sagen. So, Mädel, du hast ein Nickerchen verdient. Dann mach mal eine Runde Eier. So. Ja, das sieht doch schon wieder viel besser aus. Chatten. Okay. Soll sie ruhig tun. Weil der Energiepegel ist auch gleich wieder ausreichend. Zack. Dann mal schnell aufs Klöchen. Dann würde ich sagen, werden wir noch eine Runde kochen. Inspiriert sein ist beim Kochen von Vorteil. Okay. Dann kann sie ja für beide kochen. So, meine einer ist auch wieder zu Hause, hat auch ausgezeichnete Arbeit geleistet, ist also nicht schief gegangen. Macaroni und Käse. Und du brauchst Spaß, ja. Du verkaufst aber erstmal hier dieses komische Bild. Was bringt das überhaupt? Ja, toll. Das ist in die Hose gegangen, würde ich mal sagen. Da haben wir mehr investiert, als wir rumgekommen ist. Ganz großes Kino, Jörg. So. Programmieren üben. Auch wenn du dazu keinen Bock hast. Duschen, weil angespannt ist. Ja, das kann er ja nachher machen. Aber Leute, in diesem Sinne,
Wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.